gibt es jetzt also unseren Lieblingsvorspringer, Thomas Thurnbichler. 13 Jahre jung, den lässt man jetzt mit so viel Aufwind herunter. Nun gut, der Kleine weiß, was er tut, aber ob das so vernünftig ist, so einen jungen Mann mit über 2 Meter Aufwind fast ein bisschen zu verheizen auf einer so großen Schanze. Nun gut, er weiß sicherlich, dass es ein großer Traum ist, ein Weltcup-Skispringer zu sein. Er springt technisch auch sauber, das haben wir hier nun schon viele Male gesehen, denn die Vorspringer waren ja auch heute Morgen schon recht früh da, um die Anlaufgeschwindigkeit auszutesten, aber auf solchen Schanzen wird natürlich im Alpencup nicht gesprungen. Da geht es maximal mal auf einer K70, das heißt, da liegt der Konstruktionspunkt bei 70 Metern. Nun gut, er hat jetzt etwas weniger Aufwind als zuvor Roberto Gekkonen, aber dieses Fenster wird jetzt wirklich einfach genutzt, um Thomas Morgenstern vor zu guten Bedingungen zu schützen. Der 13-jährige Thomas Thurnbichler. Haben Sie das gesehen? Das muss unbedingt in die Bilder des Tages. Das ist ja unfassbar. Was hat der für eine Courage? Der springt bei 60 Meter auf den Vorsprunggang und springt dann nochmal los. Schauen Sie sich das an. Einmalig, also das sieht man wirklich ganz, ganz selten. Der landet bei 60 Meter, um dann nochmal abzuspringen. Kommt jetzt in den Hang und springt nochmal los und fliegt fast nochmal 30, 40 Meter. Also das sind 60 plus 65 Meter. Das macht dann in der Summe 123,5, die gemessen wurden. Vielleicht ist das die neue Taktik, um hier auch weiterzukommen. Ist natürlich nicht erlaubt, aber das war sensationell. Und dazu macht er hier eine richtig gute Show. Den Namen werden wir uns mal aufschreiben. Thomas Thurnbichler. Also der hat hier allen die Show gestohlen. Das war ja unglaublich, was der hier veranstaltet. Schauen Sie sich das an. Ich glaube, er hat das gestern schon mal gemacht. Das war, glaube ich, ganz bewusst. Er ist gelandet und extra noch mal abgesprungen. Einmalig. Also wenn er das hier so vorhatte, dann ist das wirklich einfach unfassbar. So sorgt man für gute Stimmung, aber da gibt es eh nichts dran auszusetzen hier in Bischofshofen. Möglicherweise haben es einige Zuschauer auch gar nicht mitbekommen, dass er schon mal aufgesetzt war zwischendurch. Ja, und Walter Hofer kommt jetzt langsam zurück zum Ernst der Lage. Bin sicher, der hat das gesehen, der Walter Hofer. Und das ist natürlich ganz großer Sport. So springt man nur, wenn man mit sich im Reinen ist.